Herzlich willkommen jetzt zum Vortrag von der Universität St. Gallen mit dem Professor Peter Rohner. Und ich denke, Sie machen gleich am besten die Einführung. Ja, aber machen. Hören Sie mich so mit dem? Aha. Schon? Ist gut, danke. Ja, grüezi miteinander. Caroline, der Dominik und ich, wir haben uns sehr darauf gefreut, heute bei Ihnen sein zu dürfen, auch mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Allerdings haben wir nicht angenommen, oder mindestens ich nicht, dass Sie so viele sind. Also das mit dem Diskutieren ist vielleicht schwieriger, als wir das gedacht haben. Ist das besser jetzt? So, einigermaßen. Also, wir sind auch ein bisschen aufgeregt, oder? Weil... Ja, schon so, oder? Weil wir sind nämlich keine Beschaffer, oder? Wir sind keine Beschaffer, schon gar keine Beschaffungsexperten. Und wir sind auch großmehrheitlich, mindestens zwei von drei, keine, wir haben keinen juristischen Hintergrund. Aber warum sind wir jetzt trotzdem hier? Wir haben vor ein paar Jahren für Peter Fischer, wo ist er eigentlich? Ah, der ist gar nicht da. Dann nachher kann man noch besser über ihn sprechen. Nein, wir haben vor ein paar Jahren im Auftrag von Peter Fischer untersucht gehabt, warum, ich sage mal, einige große und auch ja, wirklich komplexe Projekte in der Bundesverwaltung in große Schwierigkeiten geraten sind. Das lief damals unter dem Titel SFP 2014 oder 2015, also Steuerung und Führung von großen Projekten. Und wir hatten damals eigentlich die Erkenntnis gewonnen, dass die ein bisschen burschikos gesagt, oder haben wir gesehen, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Oder also von den 15 Fällen kann man sagen, zwei Drittel der Fälle, die wurden vom Auftraggeber oder vom Programm- oder Projektausschuss, wenn nicht gerade ausgelöst, dann so nicht verhindert. Oder? Und das war ja eigentlich unsere Konklusion, dass wir viele Schwierigkeiten haben in großen, komplexen Projekten auf der Steuerungsebene. Und mit der Erkenntnis haben wir dann ein Kompetenzzentrum gestartet, heißt Neudeutsch Competence Center, muss man ja. Und das heißt bei uns KY steht aber für nichts, also kein Akronym, sondern KY einfach für Schlüssel. Oder wir sind auf der Suche nach dem Schlüssel, wie man große Vorhaben eben gut steuern kann. Und da haben sich einige Unternehmen zusammengetan, auch öffentliche Organisationen, ISB ist beispielsweise dabei, VBS, auch Kantonsebene ist vertreten. Und wir arbeiten da an Fragen, wie man die Dinge gut steuern kann, damit man Erfolg hat. Und da geht es natürlich um Dinge, jahrzehntealte Probleme, Fach und Technik, oder? Wie arbeiten die zusammen? Und dann natürlich auch Stammorganisation, Projektorganisation, der ganze Setup, wie arbeitet man da gut zusammen? Was kann die Steuerung für einen Beitrag dazu leisten oder muss dazu leisten, dass das gut geht? Oder? Und natürlich in dem Rahmen ist Agilität in den letzten Jahren aufgetaucht, oder? Ist ein Methodensatz, wo ja diese Zusammenarbeit, Projektlinie oder Stamm, wie Sie sagen, und Fach-IT irgendwie neu organisiert wird, wo es viele Vorteile gibt. Sei das im engeren Sinne der Softwareentwicklung oder im weiteren Sinne, wie man ein Projekt überhaupt macht oder wie man Organisationen aufstellt. Oder? Und der Zweck dieses CCKI ist, dass man voneinander lernt. Oder? Und wir haben ja eben auch Mitglieder, die sind aus der Privatwirtschaft, Banken, Versicherungen und so weiter. Und da gibt es ganz, ich sage jetzt mal, lustige Sachen, oder? Wie man das machen kann. Und dann haben die das von den Privaten, unseren Öffentlichen erzählt. Oder? Und dann haben wir gesehen, das ist eigentlich cool. Aber da gibt es gewaltige Kollisionen, oder? Mit ihrer, ich sag mal, Regulation, mit den Verfahren, in die man eingebunden ist, bezüglich Beschaffung. Da muss ich sagen, auch blöd, oder? Da geht vieles eigentlich nicht so, wie man das wollte. Ich kann auch sagen, Leute da aus der Privatwirtschaft in unserem Club oder Selbsthilfegruppe oder wie man dem sagen will, die man muss anfangen, jeder, der neu eintritt, muss sagen, mein Name ist Thomas, ich habe Probleme mit großen Projekten. Thomas ist jetzt natürlich frei gewählt, oder? Also,
Oder die haben dann uns auch gesagt, ja, mein Gott, oder unter diesen Bedingungen, wie ihr habt da in der öffentlichen Verwaltung, würde ich ja nie ein großes Projekt machen wollen, das ist ja furchtbar, oder? Und das hat uns dann natürlich zu interessieren begonnen, oder? Und Caroline, die ist externe Doktorandin da am IWI bei uns, also arbeitet auch in großen Projekten und hat so das Thema Steuerung und Agilität dann adoptiert, oder? Sie macht da was, wir sagen dem auch neudeutsch, ich versuche es, oder Context-Aware Agility, also dass man eben die agilen Methoden dann einsetzt, wenn es passt, oder? Also ist eine Frage, ob man ein Rechenzentrum baut oder halt ein lustiges App und so, und wie geht man da vor? Dinge, mit denen sie sich natürlich auch schon lange ja, befasst haben. Und sie hat dann gesagt, wir müssen da was machen, oder? Dass wir das besser hinkriegen. Das hat auch was mit Steuerung zu tun, nicht also nur in Anführungszeichen mit der Projektebene, sondern auch mit der Steuerungsebene. Ich nehme das auf. Dann habe ich gesagt, mach das. Und dann hat sie gesagt, oh, da brauche ich aber noch jemand Juristisches, oder? Weil das ist eine hochformelle Sache, da komme ich gar nicht raus, oder? Und dann hat sie zufällig, oder? Kennen Sie den Dominik, der studiert an der Uni St. Gallen Jus oder muss gerade eine größere Arbeit verfassen und dann haben wir das alles so ein bisschen zusammengefügt. Und die beiden haben die ganze Arbeit gemacht, oder? Ich habe nur die Titelfolie gemalt und darum lasse ich die jetzt allein und gehe ganz nach hinten und bin gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ja, vielen Dank, Peter, für die Einführung. Wir freuen uns wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Wir hatten so im Nachhinein, nachdem wir unseren Beitrag eingereicht haben, irgendwie ein bisschen Panik bekommen, dass unser Titel möglicherweise sie irgendwie abschrecken wird, weil er ja schon ein bisschen akademisch tönt. Und ich wusste eigentlich dann irgendwann gar nicht mehr, wieso wir darauf gekommen sind, außer dass er einfach irgendwie gescheit tönt. Und jetzt würde ich Ihnen aber als erstes gern erklären, wie wir auf das Thema gekommen sind. Peter hat schon ein bisschen eine Einführung gegeben. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr darauf ein. Wie sind wir dazu gekommen? Beschaffung, Steuerung und Agilität zu verbinden. Ja, Peter hat erzählt, was wir so machen. Wir untersuchen Projekte, wie die funktionieren oder wie sie eben nicht funktionieren. Und wir haben da mal eben mit Misserfolgsforschung begonnen und geschaut über die Analyse eben des SFP14, was da nicht gut gelaufen ist. Und da ist eben rausgekommen, dass es oft an der Steuerung mangelt. Wir haben daraus ein ziemlich ausgeklügeltes Projekterfolgsmodell gebildet. Ich werde nicht detailliert darauf eingehen, aber wenn es Sie interessiert, können Sie gerne den Beitrag von Peter Rohner von vor 2 Jahren, war es glaube ich, nachschauen. Ist wirklich sehr interessant und vor allem auch sehr unterhaltsam. Das Video gibt es, glaube ich, irgendwie auf YouTube. Ja, zurück zum Thema. Damit Sie es verstehen, was wir unter mangelnder Steuerung verstehen. Also mangelnde Steuerung führt dazu, dass die Dinge nicht richtig gemacht werden. Das heißt, dass das Projektmanagement versagt oder dass man das Projektmanagement versagen lässt. Also dass man nicht früh genug eingreift. Und oder, dass nicht die richtigen Dinge gemacht werden. Also das heißt, dass Projekte lanciert oder beauftragt werden, die eigentlich, wenn man genau hingeschaut hätte, niemals hätten durchgewunken werden sollen, weil sie zum Scheitern verurteilt waren, wenn man den Kontext genau betrachtet hätte. Also wenn man zum Beispiel gesehen hätte, dass es eigentlich überhaupt nicht in die Organisation hineinpasst oder dass es von der Technologie her einfach dann, wenn es fertig sein wird, nicht mehr aktuell sein wird und niemand mehr interessieren wird. Verantwortlich für die Steuerung in großen IT-Projekten sind typischerweise eine Auftraggeberin und der Steuerungsausschuss. Und genau bei diesen Leuten oder dort oben sehen wir den Handlungsbedarf. Bei den Projektleitern weniger, weil es ja sehr gute Methoden auch gibt, die gelernt werden. Also das ist die Maturität dort im Projektmanagement ist eigentlich wirklich sehr hoch. Oft scheitert es oben.
Also das heißt, alle unsere Forschungsarbeiten sind irgendwie auf diese Ebene ausgerichtet, auf die Zielgruppe dort. Ja, zum nächsten Thema, zur Beschaffung. Mit der Analyse der Projekte sehen wir auch, dass es oft eben an der Beschaffung scheitert. Also das heißt, dass zum Beispiel Probleme in oder während der Beschaffung dazu führen, dass dann das ganze Projekt irgendwie aus den Bahnen gerät. Also es kann zum Beispiel vorkommen, dass es zu zeitlichen Verzögerungen in der Beschaffung kommt und dass das dann das gesamte Projekt verzögert. Oder es kann auch sein, dass wenn man eben nicht genau herschaut während der Beschaffung oder in der Ausschreibung, dass man dann eigentlich den richtigen Partner vom Fachlichen her wählt, aber der dann einfach mit einem nicht gut zusammenarbeiten kann. Ja, und zu guter Letzt ist es auch wichtig, dass man mehr Agilität in die Projekte hineinbringt. Und das sehen wir vor allem dann, wenn es sich um komplexe IT-Projekte handelt, wo es verschiedene Kontextfaktoren gibt, die zu beachten sind. Also die können rechtlicher Natur sein oder auch politisch, aber einfach dann, wenn verschiedene Kontextfaktoren hineinspielen, steigt die Komplexität und dann ist es besser, wenn man probiert, auch wenn man jetzt nach Hermes arbeitet, mehr Agilität hineinzubringen. Das kann man auch pragmatisch machen. Gut. Dann, vor diesem Hintergrund haben wir eben unsere aktuelle Forschungsarbeit gestartet. Als erstes ging es darum, einmal grundsätzlich herauszufinden, wie die Beschaffung in und von agilen Projekten überhaupt ausgestaltet werden kann. Und dann ging es darum, zu schauen, wann sich der Instrument, der Einsatz welches Instruments überhaupt lohnt. Und als zweites Ziel, eigentlich das wichtigste Ziel, war es, dass wir Empfehlungen ableiten für die Projektsteuerung. Gut. Vielen Dank. Also ich würde meinen Teil gern damit anfangen, darüber zu reden, worüber wir eigentlich reden. Weil das ist möglicherweise weniger klar, wie wir hier drin denken. Wir haben zwei zentrale Begriffe. Öffentliche Beschaffung. Die ganze Konferenz ist der öffentlichen Beschaffung gewidmet. Hier geht es um agil in dieser Fachsession. Noch spannender wird es, wenn wir dann die beiden Wörter aneinander reihen. Es ist halt so, dass wenn man jetzt Bücher liest oder in der Literatur noch kein Konsens besteht, die Wörter nicht immer das Gleiche bedeuten. Wir hatten vorher eine kleine Diskussion darüber, über Werkvertrag. Das gilt es aber überhaupt nicht anzuprangern. Mir geht es darum, dass man dafür sensibilisiert. Die Leute kommen aus verschiedenen Fachbereichen und wenn man nicht das Gleiche darunter versteht, kann man auch nicht gut kommunizieren. Beispielsweise, als ich mit dieser Arbeit begonnen habe, kam ich gerade aus Verwaltungsrecht 2, öffentliches Wirtschaftsrecht. Für mich war klar, öffentliche Beschaffung, gesetzlich geregeltes Verfahren, Gesetze, BÜB, VÜB, GATT und so weiter. Bei meiner Arbeit kam dann aber noch die betriebswirtschaftliche Seite. Ich habe mit Carolin gesprochen und da wurde dann klar, dass die Beschaffung meistens nur ein kleiner Teil in einem viel größeren Projekt ist. Und es einfach darum geht, etwas einzukaufen. Es gibt nicht einen Punkt A, wo man anfängt und B, wo es aufhört, sondern es geht um Lieferantenbeziehungen, die wichtig sind, die weitergehen. Bei Agil ist es jetzt nicht so, dass man in verschiedenen Fächern anders darüber redet, sondern dass man es in einem engeren Sinn verstehen kann. Das ist das, was der Duden zu Agil sagt. Und in einem weiteren Sinn, wie jetzt beispielsweise hier, in der Fachliteratur zu agilen Methoden ist eigentlich schon klar definiert, was hinter dem Wort agil steht. Aber das wissen möglicherweise nicht alle. Wir haben es vorher bei Thomas gehört, beispielsweise das Agile Manifest. Das ist sozusagen die Definition von agil zu einem gewissen Grad. Und jetzt spannend, von haben wir es gehört, seit 2012 gibt es das Wort agile Beschaffung.
ja, was heißt jetzt das eigentlich? Wenn wir jetzt agil in einem weiten Sinn verstehen, vielleicht haben Sie schon von Scrum oder so etwas gehört, und dann die Beschaffung als gesetzlich geregeltes Verfahren. Was sollen wir jetzt darunter verstehen? Sollen wir jetzt ein solches Verfahren mit Scrum durchführen? Aber womöglich ist das auch gar nicht so gemeint. Dann auf der anderen Seite, in der anderen Reihenfolge, haben wir Beschaffung von agilen Projekten. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, das ist wahrscheinlich eher das, was auf die heutige Fachsession zutrifft. Nämlich, dass man schaut, dass man Voraussetzungen dafür schafft, dass man ein Projekt agil umsetzen kann. Möglicherweise wäre es jetzt langsam an der Zeit, das in eine Richtung zu drängen, auch immer wieder nachzufragen, dass man spezifiziert, wovon man jetzt redet, von einem agilen gesetzlichen Verfahren oder einem Projekt. Kommen wir nun jetzt aber zur Steuerung, dem eigentlichen Thema. Wir haben es vorher auch schon gehört, worum geht es bei der Beschaffung von agilen Projekten. Es geht darum, was wir beschaffen wollen, wie. Da geht es natürlich darum, dass man ein Projekt agil umsetzt und mit wem man zusammenarbeiten möchte. Also nicht von wem man es abkauft, sondern mit wem man zusammenarbeitet. Das heißt, in die Ausschreibung füttern wir also rein das Problem, die Lösung noch offen. Dann aber wichtiger, dass wir agil vorgehen möchten. Unser Partner, den wir den Zuschlag erteilen möchten, muss das wissen und der muss auch fähig sein, so zu arbeiten. Und die Steuerung betrifft das jetzt dahingehend, dass so natürlich Unsicherheiten reinkommen. Das haben wir vorher gehört. Damit kann man aber umgehen. Man muss offen sein für Veränderungen, das ist auch normal. Man muss aber dazu gewillt sein. Aber natürlich haben wir die Chancen, die sich ergeben aus den agilen Methoden. Und wenn wir uns das alles zu Herz nehmen, sollte dann am Ende der richtige Partner rauskommen. Was man jetzt natürlich auch beachten muss, was wir hier ausklammern müssen und der Umfang sprengen würde, wären eben so die Themen Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, wie findet man den richtigen agilen Partner, das ist eine Wissenschaft für sich. Hier noch kurz ein Modell, das wir gemacht haben. Ich habe gerade gesehen, es ähnelt dem vom Reto Madutz. Wir haben eine Vorbereitungsphase, also vor der Ausschreibung, das Ausschreibungsverfahren und dann die Realisierung. Auf der zweiten Ebene haben wir die Resultate, die aus den Phasen herauskommen. Nach der Vorbereitungsphase sollten wir eine Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen haben. Nach dem Ausschreibungsverfahren haben wir dann den passenden Anbieter und Partner und in der Realisierung wird das agile Projekt umgesetzt und wir erhalten das Produkt. Für die Steuerung wichtig ist nun jetzt aber die unterste Ebene. Da geht es eher um die Logik und die Denkweise. Ich nehme an, es ist eigentlich selbstverständlich und allen klar, dass die Handlungen, die wir jetzt machen, Auswirkungen in der Zukunft haben. In einem Beschaffungsverfahren ist es aber äußerst wichtig, aufgrund von juristischen Regeln, weil wenn beispielsweise etwas in der Ausschreibung vergessen wurde, können wir es im Ausschreibungsverfahren nicht mehr machen. Wenn es im Ausschreibungsverfahren zu einer Beschwerde kommt, kommt es zu Verzögerungen, sodass man teilweise erfahrungsgemäß die Realisierung gerade ganz abschreiben kann. Und dann der letzte, unterste Pfeil, da geht es um die Übersetzung. Da sind wir wieder beim Thema, was heißt agil in einer Ausschreibung. Nämlich, wir denken daran, was wir wollen. Wir wollen ein agiles Projekt und das müssen wir jetzt in die Ausschreibung hineinbringen, mit Eignungskriterien und so weiter und auch im Ausschreibungsverfahren so leben. Hier haben wir kurz die drei Felder von der Steuerung, also die Arbeit der Steuerung, die wir erklären möchten, ins Modell eingeordnet. Es ist natürlich kein Zufall, dass sie alle sich bei der Vorbereitungsphase befinden, genau deshalb, weil ja die Auswirkungen gravierend sein können in einem späteren Stadium. Zu eins. Also vor dem Beschaffungsprozess geht es darum, sicherzustellen, dass das Verständnis da ist, dass Entscheidungen während dem Beschaffungsprozess Auswirkungen auf die Projektumsetzung haben, nämlich auch darauf, ob es überhaupt agil möglich ist. Das muss die Projektsteuerung selbst verstehen, aber natürlich auch die Projektleiter und alle anderen zentralen Personen.
Zudem muss sie verstehen, dass es unterschiedliche Instrumente gibt, die unterschiedlich funktionieren. Das war jetzt der Hauptteil meiner Arbeit, diese Instrumente zu finden und juristisch zu beschreiben. Ich habe sie hier aufgelistet, es bleibt leider auch nicht die Zeit, um genau darauf einzugehen. Vorhin haben wir aber auch bereits etwas dazu gehört, nämlich das Wort Beschaffungsarchitektur. Was spannend ist, zu diesen Instrumenten findet man in der Literatur genug, womöglich nicht, was agil angeht und meistens auch nicht betriebswirtschaftlich abgehandelt. Ich habe das in meiner Arbeit getan. Wenn Sie die lesen möchten, können Sie mir einfach gerne eine E-Mail schreiben. Kommen wir also zu zwei. Bei diesen Instrumenten hat sich herausgestellt, dass die Voraussetzungen haben und Auswirkungen, die so gravierend sein können und so wichtig sind, dass die Steuerung sich aktiv damit befassen muss und immer wissen muss, was gerade los ist und wie es weitergeht und man das nicht einfach delegieren kann. Und jetzt, um das zu vereinfachen, haben wir ein kleines Framework erstellt, das entweder die Steuerung selbst nutzt oder mit dem der Projektleiter auf die Steuerung zugehen kann, um die Entscheidung zu vereinfachen. So, wie muss man sich das vorstellen? Wir haben jetzt hier das im Sinn von solchen Regeln gemacht. Und so nimmt man so ein, ja, wir nennen es Instrument, und das analysiert man dann nach verschiedenen Kriterien. Beispielsweise hat ein Rahmenvertrag nicht nur rechtliche Fragen sich stellen, sondern man muss sich auch überlegen, ist es attraktiv für einen Anbieter? Wer wird sich überhaupt dafür bewerben? Beispielsweise beim Rahmenvertrag kann man mit mehreren Partnern einen solchen abschließen. Wenn man dann nur mit einem arbeitet, sind die anderen zwei möglicherweise parkiert. Also sie haben Kapazitäten freigehalten, die dann gar nie gebraucht werden. Das finden die wahrscheinlich auch nicht besonders toll. Dann kann man natürlich jetzt den Aufwand für die Beschaffungsstelle analysieren und so weiter. Jetzt ein anderes wäre dann der Dialog. Und ja, da haben wir jetzt mit Gesprächen herausgefunden, der mag in erster Linie gut klingen, aber der Aufwand kann beispielsweise enorm groß sein. Es können sich rechtliche Fragen stellen und so weiter. Bitte schauen Sie, dass das noch nicht den Anspruch auf Richtigkeit hat, wie jetzt die Regler gestellt sind. Und darüber müsste man diskutieren, das wäre äußerst interessant. Aber es ging dann nur mal darum zu zeigen, wie so ein Framework aussehen könnte. Und gegebenenfalls würde man dann natürlich noch weitere Kriterien dazu nehmen. Ja, und bevor man jetzt so ein Framework einsetzt, ist es natürlich auch extrem wichtig in der Vorbereitungsphase, in der Beschaffung, das vorhandene Know-how, das man hat, zusammenzubringen und das auch zu nutzen. Und dafür ist auch die Steuerung zuständig. Die muss schauen, dass in einem Projekt ein interdisziplinäres Beschaffungsteam oder wie man das auch immer nennen will, zusammengesetzt wird aus verschiedenen Leuten, die wichtig sind für das Projekt, also zum Beispiel Projektleiter, gegebenenfalls auch Auftraggeberin und sonstigen Fachspezialisten und natürlich auch den Beschaffungsspezialisten, und die dann wirklich an einen Tisch sitzen und das Thema behandeln. Und zwar geht es dann darum, dass sie sich mal überlegen, was wollen wir überhaupt, wie wollen wir es und mit wem wollen wir es. Und dann gegebenenfalls auch Auswahlkriterien schon mal festlegen. Das kann dann auch mit agilen Methoden geschehen, zum Beispiel über so einen Lean Procurement Canvas oder auch Design Thinking. Da ist man eigentlich frei, aber es ist wirklich wichtig, dass die wichtigen Personen mal zusammensitzen. Und das ist nicht immer der Fall. Und wir haben gesehen in unserer Untersuchung, dass dort, wo das gemacht wird, das wirklich auch sehr gut funktioniert und die Leute das schätzen. Eine weitere Empfehlung, die wir abgeben, ist, dass man frühzeitig, wenn man sie nicht selber hat, externe juristische Beratung einholt. Und zwar ist dort der Zeitpunkt wichtig. Also man sollte schon mal eine Idee haben, die irgendwie ein bisschen ausgereift ist, aber noch nicht zu fix ist, dass man noch offen ist für Feedback.
Wenn man jetzt das Ganze, was wir hier ausgearbeitet haben, also die ganzen Empfehlungen einordnet in so einen Projektablauf hier jetzt nach Hermes, dann sind diese Aufgabenfelder oder Empfehlungen vor allem hier am Anfang anzuordnen. Also es ist nicht so, dass man dann alles machen muss, das ist klar, aber die Steuerung sollte schon in der Initialisierung beginnen, die Voraussetzung zu schaffen, dass dann auch die wichtigen und richtigen Entscheidungen hinsichtlich Beschaffung in der Konzeptphase gefällt werden können. Wir haben so Guidelines für Steuerungsausschüsse, also für die Zusammenarbeit in Steuerungsausschüssen, die auch in verschiedenen Steuerungsausschüssen, in verschiedensten Projekten, meistens IT-Projekten, im Einsatz sind. Und wir werden jetzt unsere Erkenntnisse dort einbauen. Also falls Sie Interesse haben, können Sie sich auch gerne bei mir melden. Zum Abschluss noch. Eben, die Beschaffung ist zentral für den Erfolg von agilen IT-Projekten. Und deshalb muss die Steuerung Verantwortung übernehmen, Klarheit über das Was, Wie und mit Wem schaffen und auch Entscheidungen über den Instrumenteinsatz treffen. Und so kommen wir wieder zu dem gescheiten Titel zurück, den Pfad zur Nutzenrealisierung agiler Projekte ebnen zu können. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und sind offen für die Diskussion. Vielen Dank. Danke vielmals, Andreas Samsel vom Kanton Zürich. Seit kurzem, ich bin die ganze Zeit sehr unruhig auf meinem Stuhl gesessen, weil Sie sprechen mir aus meinem Herzen. Es geht ja zum Glück immer um Menschen am Schluss, auch in diesen Projekten. Und die Steuerungsgremien werden ja nicht unbedingt nach den Fähigkeiten der Leute ausgewählt, sondern gerade in öffentlichen, das muss man so sagen, das ist nicht bös gemeint, oder? Hierarchischen Organisationen ist das so. Und darum meine Frage, können Sie sagen, welche drei Fähigkeiten sollte ein Mitglied eines Steuerungsgremiums mitbringen, beziehungsweise welche sollte er lernen oder sie lernen, um die Rolle, so wie Sie sie beschreiben, ausüben zu können? Also ich glaube, sehr wichtig ist vor allem, dass er begreift, dass er eine Verantwortung hat im Projekt, also dass er das ernst nimmt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dass er auch hinschaut, wenn, also was gemacht wird und wie es gemacht wird. Eben, dass das Interesse da ist. Und das ist wirklich so, dass viele Steuerungsausschussmitglieder einfach nur aufgrund ihres Titels oder was auch immer, ihrer Position im Unternehmen reinkommen. Und damit muss man einfach probieren, umzugehen, auch von Seiten des Projektleiters. Ja, sonst noch wichtig, es ist, ich kann nur sagen, es ist wirklich wichtig, dass er es ernst nimmt und dass er vielleicht auch offen ist oder zugibt oder einsieht, dass er vielleicht mal etwas nicht so gut begreift und dann sich auch Hilfe holt oder mal nachfragt. Und das ist ganz schwierig, weil man ja dann eigentlich halt verliert, riskiert, dass man sein Gesicht verliert, oder? Und das ist eine Fähigkeit, die eigentlich wirklich da sein muss, damit man richtig steuern kann. Merci vielmals. Wir haben unsere Zeit aufgebraucht. Ihr könnt gerne die nächste halbe Stunde in der Pause auf die Referentinnen und Referenten zugehen. Ich darf mich noch bedanken mit deiner Flasche und wünsche noch eine schöne weitere Konferenz. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank.